Ja, herzlich willkommen zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Mahlzeit. Mittlerweile. Nein. So, wir haben hier das Schwarze Tor von Mordor. Die Schlacht am Schwarzen Tor heißt es ganz Ja, offiziell. wir haben das. Mr. Herr der Ringe-Experte. Da steht es sogar auf Englisch. Ja, steht da. Und auf jeden Fall hat das 656 Teile und ja, Oder legen wir mal 600? los. Legen wir los. Muss den Leuten aber sagen, wie es richtig heißt. Ja. Kannst du nicht sagen, bei jedem Herr der Ringe-Set sagen wir, wir machen Herr der Ringe. Wir machen nochmal Herr der Ringe. Oh, wow. Zwei an Rettungshefte. Ach, das eine. Ah, oh, wow. Und vier Tüten. Ja. Macht fünf Videos, kommt doch rund. Da ist dein magischer Helfer wieder. Ja, endlich! Habe ich schon letzte Folge vermisst. Ja. So, Sie dürfen. ich darf. Okay. Wir fangen natürlich mit Tüte Nummer 1 an. Das zeigt sich. Mit dem Wachposten. Ich muss sagen, das schwarze Tor fand ich im Film ja doch schon sehr imposant. Ja, ist es. Weil es schon sehr riesig ist. Das ist richtig riesig. Vor allem, wenn diese Höhlenrolle dann das öffnen, ne? Das ist schon cool. Ja, man denkt sich, jetzt geht die Tür auf und irgendwo kommen da so zwei Pixel rausgelaufen, weil das Tor im Verhältnis einfach Wahnsinn. So, ich hole euch erstmal näher ran. Das ist schon. Oh, Umhänge, ganz viele Umhänge. Ja, Sie dürfen. Und wir haben auch wieder einen Adler. Ah, was hat der denn dazu? Ja, du weißt doch, die Adler kommen dann zum Schluss und tun die Ringgeister da bekämpfen mit. Wenn du das sagst. Du hast den Film auch gesehen. Ich kann mich nur wiederholen, das ist 14.3. Genau, falsch rum. So kommen die. Andersrum? Genau, andersrum, genau. Haben wir letztes Mal auch schon falsch gemacht, habe ich dann zu Hause korrigiert. Aha, das korrigierst du. Hast du die Segel bestimmt auch schon korrigiert? Autsch. Wie Autsch. Ja, wenn so ein Adler gegen eine Hand stößt, das kann schon wehtun. Ach so. So, Saruman haben wir hier auch. Nee, Gandalf ist das, Entschuldigung. Gandalf der Weiße. Du kannst doch schon mal Ja. Aragorn zusammenbauen. Nö, ich kann da hinten schon mal anfangen. Du kannst Aragorn bauen. Ich will die Umhänge nicht machen. Aragorn, oh so, Aragorn. Aha, Okay, ja. Entschuldigung. Hast du gesehen, ne? Jetzt ja. Ja. Auch beim. Aragorn. Ja. So, mal gucken hier. Ja, mit den Umhängen komme ich nicht so klar. Das ist nicht so meine Welt. Ich trage persönlich auch keinen. Und wenn dann nur sehen. Ja, wenn auf der Weiße. Das sieht schön aus. Der Graue, der Weiße. Ja, der Weiße. Er ist ja gestorben und ist als Weißer wiedergekommen. Das ist auch so ein Ding. Keinem anderen Menschen kann er helfen. Aber wenn er stirbt, da ist er dann ganz egoistisch. Entschuldigt, wenn ich das jetzt so sage. Wieso? Er wird ja wieder zurückgeschickt, weil er seine Aufgabe noch nicht fertig war. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Logik, ist das. Genauso wie Frodo, der ist auch gestorben auf dem Berg da und Er ist noch nicht der wird auch gestorben. zurück. Ja, habe ich dir ja gesagt. Wo Galadriel ihn dann hochzieht. Genau. Der war nicht tot. Und dann ist er wieder aufgestanden. Quatsch. Doch, der war tot. Der war schon auf der anderen Seite. Der war schon ganzheitlich. So, das Profi-Werkzeug. Man kann sich nicht vorstellen, dass so etwas eine Assistentin ersetzen soll, aber gut. Wieso? Wir brauchen immer noch eine Praktikantin. Erklärt das mal eurer Freundin. Guck mal, Schatz, was dich ersetzen kann.
Wir brauchen trotzdem eine Praktikantin, so. Ja. Also bewerbt euch. Aufgabe. Wenn es zu dem Zeitpunkt nicht schon zu spät ist. Das kann ich gar nicht einschätzen. Ich weiß nicht, warum wir es das erste Mal erwähnt haben. Bei den Chef. Ja, das ist ja noch nicht mal online. Also. Doch, das ist zu online. Aber welcher Teil? Die Folge ist auch schon online. Echt? Mhm. Guckst du dir das nochmal an? Ja. Ernsthaft? Ja. Da kommen die ganzen Klicks. Ja, verfälscht die Statistik. Nein, das ist ja nur mal ein Klick. Unglaublich. Ein Klick. Nur ein Klick. Und ich frage mich immer, wer guckt das denn eigentlich? Das ist nur ein Klick, mein Gott. Wahnsinn. Ein das Klick von der Realität entfernt ist das. Aber es ist schon immer lustig, das nochmal zu sehen, weißt du? Vor allem, wie lustig das immer ist. Ja, ja, das ist richtig. Das kann ich mir dann schon vorstellen. Das ist so. Ist Comedy. Lego-Comedy. Also es gibt einen Menschen, der macht wirklich ganz tolle Let's Plays auf YouTube. Hm. Der ist falsch. Und ja. Er hätte mal einen Kommentar gekriegt nach dem Motto, deine Let's Plays wären ja super, wenn ich nicht so viel reden würde. Das ist mies. Und dann sagt er auch nur, na, guck dir doch Walkthroughs an oder so, da wird ja nicht gesprochen. Mhm. Ja, aber trotzdem, du redest. Oh Gott. Hallo, reden gehört dazu. Dann guckst du dir doch nicht an. Ja, genau. Das wäre dann auch, das ist schon fertig, ne? Ja, doch. Das war auch nicht schlecht. Das ist aber echt mies. Rede doch nicht so viel. Ich habe immer den Eindruck, wenn ich sowas aufnehme, das Reden hilft beim Denken. Weil man denkt laut. Genau. Nach dem Motto, was soll ich tun, wo muss ich hin? Gerade bei so Adventure-Spielen oder so. Oder auch bei Zelda, manchmal steckst du ja doch in und dann erwähnt man irgendwas beiläufig und dann fällt der Groschen auch manchmal. Das ist manchmal so, ja. Das war schon hart. Das ist richtig hart. Ich meine, er hat es mit Humor genommen, er ist da drauf, ne? Das ist ja so, du kannst bei YouTube ja eh keinen zwingen, aber Klick ist Klick, ne? Klick ist Klick. Wo wir beim Thema sind. Hinterher fängst du an, unsere Videos zu kommentieren. Eins habe ich hier kommentiert, das weißt du ja. Ja, das war ja, wegen den Möbeln. Wir vergessen haben zu erwähnen, ja. Und die Möbel, genau. Mit den Möbeln. Gut, das war ja Info halber. Das war Info halber. Ja. Schreibst bei dir selber drunter, ein geiles Video. Lol, genau. Mach weiter so. Mach weiter so, ihr seid super. Genau, klar. Das nennt man Psychologie, ne? Ja, das ist Selbstbestätigung. So. Ah, YouTube ist schon ein Phänomen. Ja, das stimmt. Guck mal, das noch hinführt. So. Wir werden dann auch mal zu Talkshows eingeladen und so. Ja. Wäre doch toll. Das wäre cool. Wenn Politiker anfangen, nach unserer Meinung zu fragen, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft, ja. Wie würden sie die Welt retten? Also, sie müssen das in Steinchen betrachten. Jedes Problem für sich. Und dann im Zusammenhang. Achso, ich habe dir vielleicht was weggenommen. Nee, ich suche das her. Da. Danke. Manchmal sieht man den Stein vor lauter Bäumen nicht. Den Stein vor lauter Bäumen? Ich weiß. Kommentare bitte unter das Video. Genau, wie immer. Ja. Ja, so politischer Berater wäre mal interessant. Das wäre sehr interessant. Dann würden wir denen erstmal erzählen, wie es läuft. So, Frau Merkel, du setzt dich erstmal ruhig dahin, ziehst dich aus und spielst mit deinen Sachen. Ah, dann machen wir die Tür zu, das will keiner sehen. Das will keiner sehen. Außer der Mann. Den sie hat. Weiß ich nicht, ob der das so sehen möchte. Den sieht man auch selten, ne? Kann ich auch verstehen. Kann man verstehen. Das hat ja auch nichts zu tun. Gut, dass politische Satire wieder erlaubt ist, trotz Anschlag in Frankreich. Ja, es war schrecklich.
Wie hat einer richtig geschrieben, es gibt so viele Probleme auf der Welt. Ich glaube aber nicht, dass es mehr Probleme geworden sind. Es ändert sich einfach nur die Art der Verbreitung. Das. Weil dadurch, dass jeder mit seinem Handy jetzt Videos machen kann und so, das gab es früher ja alles gar nicht. Die Kommunikation hat sich da schon sehr verbessert, ja. Ich habe das mal im Zusammenhang mit UFOs gehört. Die Sichtungen sind, also was man so sieht am Himmel, das hat sich nicht geändert. Aber dadurch, dass die Leute durch die Technik viel mehr aufnehmen können, sind natürlich die Verschwörungen und so, das geht natürlich viel schneller heutzutage. Richtig, ja. Und das ist, denke ich mal, dort ganz genauso. Ich meine, ich will das nicht schönreden, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Probleme gibt es schon genug, das ist richtig. Was machst denn du? Achso. Ich bin schon einen Schritt weiter. Ich finde das ja auch immer lustig, wenn es um irgendwelche Diskussionen geht, von wegen Waffen liefern und so. Und dann liefern wir die Waffen für irgendeinen Krieg und produzieren dafür die Flüchtlinge, über die wir uns jetzt beschweren. Genau, richtig. Das ist so ein Bullshit. Das ist auch Bullshit. Oh, wo kommen die Flüchtlinge her? Lass mal überlegen. Die kommen aus unserer Waffenproduktion. Ja, das verstehen viele, glaube ich, gar nicht. Nee, leider nicht. Hauptsache, die Wirtschaft ist toll. Ja, ja. Krieg kurbelt die Wirtschaft an. Das war ja bei Hitler schon so. Ist leider so, ja. So ThyssenKrupp und so, die hatten ja ganz viel Spaß. Ach nee, falsch. Ja, du hast andere Steinchen da. Du musst was anderes machen als ich. I see, I see. I do, I see, I see. Der liegt da einfach in der Luft, schön. Was liegt in der Luft? Das liegt einfach in der Luft. Das wird schon seinen Grund haben. Hier hat alles seinen Grund. Mein Lieber, hat immer alles einen Sinn. Das ist richtig. Wir wissen das. Wir wissen das aus Erfahrung. Aus Erfahrung, genau. Stunden, 8 Tage lang haben wir schon gebaut, wenn man mal alles zusammenrechnet. Wenn man zusammenrechnet, ja. Ach guck, hier sind die schon fertig. Ja, auch cool. Irgendwann stehen wir vor dem Himmelstor. Was hast du denn gemacht in deinem Leben? Lego gebaut. Fiel dir nichts Besseres ein? Hunger in der Welt bekämpfen oder so? Nein. Lego, ich spann da. So, dann schaut fertig. Ja, der gehört da aber nicht rein. Der gehört da nicht rein. Da kommt noch ach, oben da drauf. Kommt noch oben drauf. Okay, okay. Gut, dass ich da ausmache. Du pass auf. Echt mal. Weißt du jetzt gleich wieder als erster geschrieben? Ja. Jetzt drehen wir das wieder rum. Okay. Das ist das Neue. Ja. So, und dann kommt mit Loch. Das geht schon auch so wieder so ein Mechanismus. Ja, du musst das aber so halten, wie auf dem Bild jetzt. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit muss das. Natürlich. Ja, sonst ist es verfälscht. Ist klar. So, jetzt fehlt mir dieser. Ach so, da kommt einfach nur ein. Da kommen die da erstmal drauf. Ja, ich sehe es gerade. Achso, das ist wieder der falsche. Die Spitzen. Du. Und wo bist denn du? Scooby-Doo. Da. Scooby-Doo. Where are you? Ja, das habe ich auch nicht verstanden, was das sollte. Scooby-Doo habe ich immer gerne geguckt. War okay. Das ist immer lustig. Ja. Ja. Ich hab lieber Fred Feuerstein gesehen oder so. Ja, die auch. Klar. Das waren mir so gute Serien. Ne? Ja, Panabadu! Genau. Bis der Kinofilm noch kam, dann war vorbei. Nichts gegen John Goodman, aber das ging gar nicht. So. Achso. Cool. Cool, du weißt schon, was es ist, ich weiß es noch nicht. Und das schlägt dann hier so gegen. Für irgendwas wird das ja wohl gut sein. Sprach der Lego-Experte.
Wir sind fertig damit. Ach so, so. Entschuldigung. Kehr tue ja sowieso. Wo bist du mit deinen Gedanken? Sind das die mit den... Bei Lego. Wo sonst? Bei Lego. In den Niederlanden. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber Legoland, es wäre echt schön in Günzburg. Ich war noch nie da. Lohnt sich, also ich war ja 2 Tage da. Ich weiß, ich habe die Bilder gesehen. Ja, so die paar Bilder, genau. Ja, das waren, glaube ich, auch gar nicht so viele, wenn ich das richtig erinnere. Doch, das sind's. Aber du hast sie nicht alle gepostet, das war wahrscheinlich. Doch, habe ich. Echt? Gut, auch Facebook ist lange her. Ich bin ja auch nicht mehr da. Stimmt. Ja. Und ganz ehrlich, ich vermisse es auch nicht. Ja, habe ich dir gesagt. Irgendwann ist es. Nö. Penn ich auf. Dann sieht man mal, was man an Facebook hat im Grunde. Das ist schon richtig, was ich da mache, oder? Achso, mit. Doch, doch, ist schon richtig. Entschuldigung. Absolut. Sind 2 nebeneinander. Ja, ja, genau. Ich hab nichts gesagt. Facebook ist so ein Ding, wenn es da ist, okay, wenn es nicht da ist, ist auch okay. Mhm. Ah, der kommt jetzt hinten drauf. Okay, jetzt ja. Mal gucken. Die Dinger kommen nach außen, so. Genau so. Oh ja. Yeah. Genau dazwischen. Oh ja, yeah, das ist krass. Ein bisschen Fummelei. Fummeln ist auch schön. Katsching. Sprach der keine Frau haben will. Der keine Freundin hat und keine will im Moment. Genau. Ja, da beschwer dich auch nicht. Habe ich mich jetzt beschwert? Indirekt? Nein. Habe ich nicht. Hab ich wirklich nicht. Ja. Da fehlt noch ein flacher. Genau. Ja, genau. Aufpassen. Aufpassen. Ja. So, was hast du da jetzt gemacht? Drehen wir den mal rum, dann sieht das aus. Schön. Aha. Ach, hast du den Rest schon drauf gesetzt? Der Rest ist ja schon drauf. Okay. So. Aber für was ist der Mechanismus? Tja, Lego. Das wissen wir dann erst, wenn alles zusammenkommt. Du darfst auch, ja. Aber der ist braun, nicht schwarz. Oh nein! Aber wir haben davon noch gar keinen Gebrauch. Tatata. Ja, Frau Tüchel, wessen Fehler das jetzt ist. Das kann man jetzt nicht mit Gewissheit sagen. Nee, kann man auch nicht, aber... Ich sag mal, das ist dein Fehler. Kriegen wir jetzt nicht in die Legende hin? Nee, kriegst du nicht. Doch, das krieg ich. Das ist schöner. Schnell, bevor ich vergesse, wie es zusammengehört. Nee, der muss den Braun auswechseln. Braun gegen Braun? Nee, Braun gegen Schwarz. Da ist doch nichts Schwarzes. Ach so, den Braun. Meine neue Brille kriege ich erst. Ist okay. Ja, ist doch. Ich habe mir eine machen. Muss ja. Hier siehst du ja nichts mehr. Hast ja gesagt, ja. Aha. So eine neue Kurs. Also mit Praktikanten wäre das nicht passiert. Das kann man, die wird uns wahrscheinlich eh nur ablenken. Nee, mit Praktikanten wäre das nicht passiert, sage ich jetzt auch mal so. Also wir brauchen auch noch eine Frau, die relativ gut sehen kann. Nicht so wie ich kann. Das war das erste Tütchen, würde ich sagen. Aber die Warte, Knochen kommt auch noch hier rein. Ja. Ja. Also, warten wir nicht, das mit Tütchen 1. Oh Gott, ey. Wieso hat man das nicht vorher reingemacht? Das ist doch. Weil das erst jetzt dasteht. Ja, damit man schön fummeln kann, ne? Wie war das vorhin? Stehst du drauf? Ja, stimmt. Ja, dann beschwer dich doch jetzt nicht schon wieder. Mann, nur am Meckern. So, das noch war's. Noch. Ja, ein Knochen liegt da aber noch. Dein erster Satz. Okay, lassen wir mal so stehen. Und jetzt kann man so das Tor so ein bisschen hochmachen. Ja, dann zeig das doch mal unseren verehrten Zuschauern. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Halt, dass es nicht mehr aufgeht. Aber.
Ja, das hängt mit der Hebelwirkung zusammen. Hallo, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Tütchen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.